Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. So was von passend, dass jetzt die Sonne durchkommt, denn heute ist bei mir Urlaub zu Gast in der Sendung. Das ist die Nathalie Roma, Managing Directorin von Club Mediterranee Deutschland GmbH hier in Frankfurt. Grüß dich. Guten Tag, ich freue mich heute ganz besonders hier zu sein. Sehr schön. Oder salut, müsst ihr eigentlich sagen. Du kommst ursprünglich aus Frankfurt, ne? Aus Frankreich natürlich. Fast dasselbe. Frankfurt, jetzt Frankreich. Frankfurterin, genau. Sehr gut. Ich komme ursprünglich aus dem Elsass, bin in Straßburg geboren und bin in vier unterschiedlichen europäischen Kulturen aufgewachsen. Mhm. Zwischen Frankreich, Deutschland, Italien und Portugal. Also so wirklich Multikulti unterwegs. Du hast einiges zu erzählen. Wir reden natürlich diese Stunde ganz viel über das Thema Urlaub. Bisschen auch über Corona und Urlaub, wie das dieses Jahr ausgesehen hat, so ein ganz klein wenig. Ja, der Mundwinkel geht nach oben, die Augenbrauen noch. Die Mundwinkel gehen nach unten natürlich, die Augenbrauen nach oben, so rum. Natalie, schön, dass du da bist. Du hast auch ganz viel Urlaubsmusik mitgebracht, die Beatles zum Beispiel. Ja, die Beatles zum Beispiel. Also, gerade wie die Sonne jetzt rauskommt, möchte ich auch ein bisschen für Urlaubsfeeling hier sorgen heute. Und auch ein kleiner Einblick in unsere Playlisten, die wir in unseren Resorts auch spielen, geben. Sehr schön. Dann starten wir jetzt mit den Beatles. Here Comes the Sun. Mein Name ist Marcel Ehmann. Schönen Donnerstag. Chef on Air. Heute ist Urlaubsfeeling zu Gast. Der Club Mediterranee Deutschland GmbH mit Sitz in Frankfurt hier in Bockenheim. Ne? Mhm. Die Nathalie Roma, Managing Directorin, ist hier bei uns. Grüß dich. Hallo. Man kann eure Hochhaus auch von hier aus sehen? Neben dem Radisson, glaube ich, ne? Ja, ich denke, dort in der Nähe kann man uns gut sehen, ja, auf jeden Fall. Ja, von hier aus dorthin schauen, das meinte ich damit. Du kommst ursprünglich aus Straßburg, ne? Ja. Ganz frisch nach Frankfurt gekommen, aber aus, nicht aus Straßburg, sondern aus Also Genf, ich habe 12 Jahre lang in die Schweiz gelebt. Aha. Und 2016 kam ich dann auch zu Club Med, habe dort den Vertrieb geleitet und habe auch die Reiseagenturen vor Ort betreut. Und seit Anfang August stolze Frankfurterin. Sehr gut. Ich freue mich wirklich hier zu sein. Ist eine wirklich wunderschöne Stadt. Ja, nach Straßburg und Genf, da braucht man eine schöne Stadt, sonst fühlt man sich nicht wohl, ne? Ja, genau so ist das. Du hast dich schon richtig eingelebt hier bei uns. Ja, so seit 2 Monaten wirklich schön die Stadt erkundet und ja, und bin jetzt als Managing Director dazugekommen seit 1. August und habe wirklich 25 Top-Experten in unserem Büro in Sachen Vertrieb, Marketing, Online, aber auch Finanzen. Und ich freue mich wirklich, bei dem Team zu sein. Und wie bist du zum Club Med gekommen? Wie war da deine Laufbahn? Meine Laufbahn war 2016, wie bereits erwähnt, und habe in Genf begonnen, also für Club Med Schweiz. Jetzt für den, der Club Med nicht kennt, wer ist denn das oder was steckt dahinter? Also Club Med ist der Pionier von Cluburlaub. Uns gibt es seit 1950. Wir haben heute 15.000 Mitarbeiter weltweit aus 105 Nationalitäten. Dementsprechend bin ich so international wie unsere Mitarbeiter und unsere Gäste auch, würde ich sagen. Das finde ich wunderbar, jawohl. Und seit 15 Jahren bewegen wir uns auf dem Premium-Segment im All-Inclusive. Also wir sind kein klassischen Club-Anbieter, wie man es im deutschen Sinne vielleicht so versteht. Nur noch Premium oder auch, ich sag jetzt mal normal, ja, bisschen mittelpreisig, sag ich mal. Also 80% unserer Resorts sind heute 4- und 5-Sterne-Hotels weltweit. Wow. Und wir haben mehr als 70 Resorts weltweit. Mhm. Ein Drittel davon befindet sich in den Skigebieten, in den Alpen. Mhm. Und dann gibt es noch welche im Nahbereich und im Longhaul-Bereich. Ihr wart die allerersten, die Cluburlaube angeboten haben. Ja, genau. Es gibt ja mittlerweile zwei, drei mehr, sage ich ja, mal. Ja, wir haben es erfunden. Ja, sehr schön. Und was unterscheidet jetzt euch, also Club Med, von anderen Premium All-Inclusive Urlaubsanbietern? Also, ich würde 3 Punkte nennen. Erstmal die Internationalität unserer Gäste. Mhm. Dann haben wir einmalige große Anlagen auch. Ich gebe jetzt ein Beispiel. In Griechenland, unser Club Resort, da genießt pro Gast 300 Quadratmeter. Pro Gast? Ja, pro Gast. 300 das Quadratmeter. Das ist ungefähr 10-mal so viel, wie ich zu Hause habe. Der Beispiel ist auch schön, genau. Und wir haben eher so einen Boutique-Charakter in unseren Häusern. Mhm. Und jetzt kommt der French Touch an das Ganze. Oh. Das Gourmet-Food natürlich. Oh, und was finde ich da an Gourmet-Food?
Ich komme so eher aus so gut bürgerlichen Küche, weißt du, deswegen musst du mir da ein bisschen helfen. Bei. Was also, verstehe ich unter Gourmet-Food bei euch? Also wirklich hochwertiges Essen und auch à la carte Restaurants in unseren Resorts, die im Preis inbegriffen sind, mit verschiedenen Menüs. Man findet auch Spezialitäten, sag Hummer ich jetzt mal von der Destination. Zum Beispiel oder bitte? So. Hummer Thermidor, habe ich mal gehört, ich ja, weiß gar nicht, was das Beispiel, ist. Aber zum echt jetzt? Jakob da muss ich mal Muscheln, zu euch kommen, um Äußern. Lecker essen zu genau. gehen, ne? Ja, genau. Jetzt haben wir dieses Jahr ja ein schweres Jahr mit der Corona-Krise. Wie habt ihr das gemeistert und vor allem, was habt ihr denn mit euren Gästen gemacht, die anfangs der Krise noch in den Ressorts feststeckten? Da muss ich dir ehrlich gestehen, ich war eine von diesen Ach, Gästen. Ach du lieber Himmel, ehrlich? Ja. Bevor das alles Mitte März angefangen hat, war ich für ein Flitterwochenende mal auf Mauritius. Wieso? Was ist denn das hier? Du machst Gänsefüße mit den Fingern. Flitterwochen. Flitterwochenende, weil wir vielleicht mal 3 Tage von unserem eigentlichen Urlaub genießen durften. Ach so, okay. Bevor wir wieder nach Hause mussten. Ah, okay. Und dementsprechend hat die Krise begonnen. Wir waren auf Mauritius in dem Club Resorts und was wir da genossen haben in dieser ungewöhnlichen Zeit, ist einfach, dass wir tagtäglich vom Resort Manager auch Infos hatten, jeden Abend im Theater, klare Aussagen, klare Informationen, um die Kunden auch diese Sicherheit zu geben. Und dementsprechend habe ich von meiner Seite, da für mich die Kundensicherheit die höchste Priorität hat, selbst für meine Flugumbuchung gesorgt. Okay. Aber ich muss sagen, innerhalb von einer Woche hatten wir die Rückholaktion wirklich abgeschlossen mit unseren Kunden weltweit, sei es mit klassischen Linienflüge oder auch mit gecharterten Flüge, die wir selbst angelegt hatten, um unsere Kunden auch kostenlos sicher und heil nach Hause zu führen. Sehr gut, es ging also alles sehr gut aus. Prima. Reden gleich weiter über das interessante Thema Urlaub. Club Med, Nathalie Roma, Managing Directorin, ganz frisch gebackene Frankfurterin, ist hier bei uns, hat auch tolle Musik mitgebracht. Was hören wir jetzt? Polo and Pan. Ja, Polo and Pan, Feel Good. Und dieser Titel passt ganz gut zu dem Zitat des Erfinders von Club Med, Gérard Blitz. Der meinte, das Ziel im Leben ist, glücklich zu sein. Oh. Ja? Die Zeit, um glücklich zu sein, ist jetzt. Und ich würde sagen, der Ort, um glücklich zu sein, ist hier. Und dementsprechend dieses Feeling. Die Zeit ist jetzt, 12 bis 1. Der Ort ist hier, Radio Frankfurt. Wir genießen jetzt glückliche Musik von Polo and Pan. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Mit der Nathalie Roma. Grüß dich nochmal. Hallo nochmal. Schön, dass du hier bist. Sie ist Managing Directorin von Club Mediterranee Deutschland. Sitzt hier in Frankfurt-Bockenheim. Gebürtig in Straßburg. Über Genf kamst du dann hier zu uns ins schöne Frankfurt. Hast auch gerade eben erzählt, zu Beginn der Corona-Krise saß du auch mit deinem Verlobten fest. Oder mit deinem Ehemann, Flitterwochenende? Mit deinem Ehemann. Flitterwochenende, ich sage doch, genau. Aber ihr seid schnell von dort weggekommen, wie eure Gäste auch. Jetzt gab es ja natürlich auch Hygienekonzepte, die umgesetzt werden mussten für eure 70 Ressorts, war das mit Sicherheit nicht so ganz so einfach, oder? Ja, also im letzten Sommer hatten wir auch ein Drittel unserer Resorts, die wir wieder eröffnen durften. Mhm. Und wir haben uns sehr strikt an diese Maßnahmen auch gehalten. Und wir hatten auch vor kurzem einen Kunden, der aus Griechenland zurückkam und der sich darüber gefreut hat, wie sicher er sich gefühlt hatte in seinem Urlaub und wirklich mal abschalten konnte von dieser ganzen Krise. Heute habt ihr insgesamt 50 Sonnenressorts und was viele gar nicht wissen, auch 20 Schneeressorts. Ne? Mhm. Welche sind denn so die Lieblingsreiseziele und Ressorts von den Deutschen hier, von uns? Also aktuell, last minute gebucht, wird ganz oft noch Italien, Griechenland und der Süden von Portugal im Nahbereich. Okay. Und wenn man ein bisschen einen Fokus auf eine längere Destination hat, bucht der Deutsche sehr gerne die Seychellen. Das ist ein neues Resort. Ein neues Resort, was wir diesen Winter eröffnen werden. Also auch eine 5-Sterne-Anlage, wunderschön. Und Mauritius und Malediven gehören auch zu den Favorites. Ist eine neue Anlage auf den Seychellen? Ja, private Insel für Club Med, ganz alleine. Da müsst ihr doch mit Sicherheit auch einige Pressevertreter einladen, die da ein bisschen Werbung dafür machen, oder? Wir sprechen gleich drüber. Sprechen wir gleich. Oh, haben wir das auch schon mal abgehalten. Was denn dein persönliches Ressort? Kennst du sie alle? 70 ist ja schon eine ganze Menge bisher. Also alle würde ich jetzt nicht sagen, weil ich bin ja erst seit 4 Jahren bei Club Med. Also 70 Resorts, da wäre ich ja das ganze Jahr unterwegs. Immer ein Wochenende? Immer wieder. Immer wieder. Da kommt auch eine persönliche Anekdote von meiner Seite. Mein Lieblingsresort ist ein
eigentlich Marrakesch in Marokko. Oh. Aus 4 unterschiedliche Gründe. Der erste, dass es wirklich ein 4-Sterne-Resort mit 5-Sterne-Anlage hat. Dementsprechend genießt man wirklich die Vielfalt an Aktivitäten im 4-Sterne-Bereich und dann hat man dieses exklusive Service im 5-Sterne-Bereich. Und das hat einen ganz besonderen Flair. Dann liegt es auch mitten in der Palmerie. Das bedeutet in den Palmen in schönen, luxuriösen Gärten. Wow. Also wunderbar gelegen. Und ich muss auch sagen, es war ein wichtiger Zeitpunkt, als wir vor 15 Jahren diese 5-Sterne-Anlage geöffnet haben, weil das war wirklich der Start unserer, sage ich jetzt mal, Upscale-Strategie und Premium-Segmentierung. Mhm. Und der letzte Grund ist, dass ich dort meinen Mann kennenlernen durfte. Oh, war er dort Gast oder Mitarbeiter? Der war Mitarbeiter, der war F&B-Manager im 5-Sterne-Bereich. F&B, Food and Beverage. Okay. Er war zuständig für die ganzen Getränke und das Essen. Sind wir wieder bei dem leckeren Essen. Und hattest du da einen Special Service dann? In Sachen Essen meine ich jetzt natürlich. So indiskret, wo man gar nicht rein. Nein, Essen hast du ja eben schon erwähnt, dass ihr ganz, ganz fantastisches Gourmet-Essen habt, ne? Genau. Und er war eigentlich die erste Person, die mir ein Glas Champagner abends beim Apéro angeboten hat. Okay. So fing das Ganze an. Nicht bei dem einen Gläschen Champagner. Mittlerweile verheiratet. Sehr schön, was nicht alles passieren kann im Club Med, ne? Genau so ist das. Viele meinen ja, was ich so gehört habe, in den Club Med, da würden nur Franzosen Urlaub machen. Das ist vollkommener Quatsch, ne? Ihr habt ja Gäste aus der ganzen Welt und auch ganz viele aus Deutschland hier. Wie ist so der prozentuale Anteil von den Deutschen und wie sieht die Internationalität bei euch aus? Ja, also du siehst ja, du hast auch eine Französin vor dir sitzen. Dementsprechend ja, das find ich sehr gibt schön. Es schon eine kleine French Touch. Ja. Aber du hast recht, es gibt oft diesen Vorurteil. Schlussendlich sind die französischsprachige Gäste bei uns nur noch 1/3 von unseren Kunden. Also sehr international geworden. Und wir haben ja auch Mitarbeiter von der ganzen Welt. Auch deutschsprachige? Weil der Deutsche braucht ja im Urlaub. Ja, natürlich, ne? Also natürlich, auf jeden Fall. Ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, der typische Deutsche, der will Deutsch babbeln, ne? Genau, ich gebe jetzt mal ein konkretes Beispiel. Ich habe ja vorhin unsere 5-Sterne-Resorts angesprochen. Mhm. Das ist sozusagen unsere Exclusive Collection, unser High-End-Produkt und das ist bei den Deutschen ganz besonders beliebt. Mhm. Wir haben da auch 5-Sterne-Bereiche, aber auch Resorts oder auch Villen und Chalets, also wirklich High-End vom Service her. Und da haben wir plus 10% neue deutsche Kunden im letzten Jahr gehabt. Das macht total Lust auf Urlaub. Nathalie Roma, Managing Directorin vom Club Mediterranee Deutschland, hier mit Sitz in Frankfurt-Bockenheim, ist bei mir zu Gast. Schön, dass du da bist und Dankeschön für die schöne Musik, die du mitgebracht hast. Mhm. Natürlich Sommersonnen-Urlaubsfeeling-Musik. Was hören wir jetzt? Wir hören Mezzanine. Jawohl, Above the Sun hier bei Chef on Air auf Radio Frankfurt. Der Chef on Air, Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Mit Marcel Ebern, hallo, und Nathalie Roma, Managing Directorin vom Club Mediterranee in Deutschland. Ganz frisch nach Frankfurt gekommen, gell, vor ein paar wenigen Monaten. Genau, vor 2 Monaten. Fühlt sich wohl, oder? Wunderbar. Sehr gut. Und du hast richtig klasse Musik mitgebracht. Und die kommt nicht von irgendwoher, ne? Wo hast du die Musik herbezogen? Das sind Playlisten, die wir in unseren Resorts in den Lounge auch spielen. Mhm. Und es sind auch Künstler dabei, die in unseren Resorts live aufgelegt haben im letzten Sommer. Zum Beispiel Mezzanine, was wir gerade gehört haben. Wow. Die waren in unserem Resort an der französischen Atlantikküste. Die waren zum ersten Mal bei Club Med, haben dort Familienurlaub genossen und wollen gleich diesen Winter nochmal buchen. Wo finde ich sonst noch die Musik, wenn ich Bock habe auf Urlaubsfeeling zu Hause, zur Arbeit hört man Radio Frankfurt, ich sag mal zu Hause am Abend oder so. Zu Hause. Ja. Du kannst gerne reinhören und zwar haben wir diese Playlisten auf Spotify hinterlegt. Cool. Und dementsprechend gibt es unterschiedliche Themen wie Sonnenuntergang oder chilliger Nachmittag oder so. Und da kann man wirklich den Urlaubsfeeling nochmal anders genießen. Wir genießen eine sehr interessante Mittagspause mit Club Mediterranee. Jetzt hören wir Bleu. Toucan? Spricht man das richtig so aus? Toucan, ja. Hanoi Café Bleu, genau. Jawohl. Und das verbreitet wirklich positive Energie und passt perfekt zu einem entspannten Nachmittag am Meer mit der Familie. Oder zu einer perfekten Mittagspause hier bei Radio Frankfurt. Schönen Donnerstag jetzt mit Bleu Toucan. Nee, ne? Wie sagt man? Hanoi Café Bleu Toucan. Was hat denn der Club Med, das unser Baggersee nicht hat? Warum sollte ich zu euch kommen?
weil der Urlaub dort einfach einzigartig ist und man wirklich schöne Erlebnisse erleben kann. Und ich muss ehrlich gestehen, bei mir ging auch schon ein richtiger Wunsch in Verwirklichkeit. Okay, ein Wunsch ging in Erfüllung? Ja, genau. Okay, genau. Du meinst nicht nur deinen Mann, den du dort kennengelernt hast, oder? Ja, nicht nur. Ja. Andere Destination, Tapetenwechsel, wir fliegen jetzt auf die Malediven. Ach, wo du überall schon warst hier. Naja gut, die Malediven. Der Beruf so mit sich. Okay, Malediven. Genau. Jawohl. Und mein großer Traum war immer mit Schildkröten zu schwimmen. Ey, meine auch. Jetzt flippe ich gleich aus. Ja. Im Ernst? Ja. Mit den Großen natürlich, nicht mit den Kleinen, die ich bei uns auch aus dem Parksee kenne, sondern... Nee, die richtigen Meeresschildkröten. Also, das war immer ein Traum. Und ich habe da unterschiedliche Destinationen schon versucht, vor meiner Club-Med-Zeit. Okay. Und dann kam ich auf die Malediven und wir hatten dann so einen Ausflug, so einen Tauchausflug. Mm. Und ich meinte dann zu dem Begleiter, ich würde gerne mal so eine Schildkröte sehen. Der meinte, ich kenne die Spots, folge mir und wir finden das schon. Okay, bin ihm gefolgt. Und plötzlich stand sie da. 1 Meter von mir entfernt, guckt sie mich mit ihren blau-grünen Augen so an. Und ich glaub mir, ich hätte gedacht, ich heule gleich vor Freude in meiner Maske. Kann ich sehr so tief emotional das war, also wirklich wunderschön. Und das war noch nicht alles. Dann gingen wir zurück auf dem Boot. Hm. Ja. Die Sonne geht so langsam unter. Und auf dem Weg zurück im Resort hatten wir ein Ballett von Delfinen, das uns begleitet hat. Also so ein perfekter Tag. Traumhaft. Ja. Erlebt man alles mit Club Med. Genau so ist das. Meine Güte, sehr, sehr schön. Ihr werdet bald 70, ne? Genau so. Oder wann ist das? Dieses Jahr schon? Wie ich bereits im Intro gesagt hatte, gibt es uns seit den 50er Jahren. 1950er, genau. Genau. Und wir hätten in diesem Jahr eigentlich unser 70. Geburtstag gefeiert. Feiern war jetzt nicht so drin, dieses Jahr mit Corona, ne? Aber was ich sagen will, steht die Feier noch dieses Jahr an oder nächstes Jahr? Wir verschieben sie, vermutlich, würde ich mal sagen, ja. Und was macht ihr da? Weißt du schon, ist schon was geplant? Also Big Party hier in Frankfurt oder? Können wir mal besprechen nachher. Also, wir haben ja hier auch eine mega geile Party-Location, ne? Mit total. Unserem Rooftop hier, 27. Stock im Nordend. Schöne Sonnenterrasse, war der auch schon draußen, gell? Ja, gerade eben, ne? Und hier haben wir auch den Postkartenblick, ne? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall mit der Skyline. Also die Sicht ist hier absolut wundervoll. Wir haben eben schon über auch deutschsprachige oder deutsche Mitarbeiter in euren Ressorts gesprochen und du hast noch vor, den Anteil zu erhöhen, ne? Ja, auch genau. Auch hier in Frankfurt? Genau also so ist das. Zu rekrutieren, meine ich? Ja, genau so ist das. Wunderbar. Es ist eins meiner großen Ziele hier, weitere deutsche Mitarbeiter für Club Med weltweit für unsere Resorts zu rekrutieren. Mhm. Und Ziel ist es gerade, Leute für die Rezeption oder auch für die Kinderbegleitung in unseren Miniclubs zu rekrutieren. Mhm. Und dies würde ich gerne aus Frankfurt direkt machen. Also, wenn ihr Lust habt, bewerben. Wo muss ich mich dann bewerben, wenn ich darauf Lust habe? Nicht nur... Also bei uns, euch dann halt keinen Urlaub zu machen, aber dort zu arbeiten, ist ja auch wunderschön. Seychellen, Malediven, wo ihr halt Ressorts habt. Genau. Wo wende ich mich hin? Oder ist das noch nicht aktuell? Direkt an mich. Direkt an dich? Ja, mhm. Wir rekrutieren momentan 2000 Mitarbeiter weltweit gerade. Und ein der Fokus natürlich für die deutschsprachigen Gäste wird die Seychellen sein. Also dementsprechend ein schöner Arbeitsort, oder? Aber ob ich den mit dem hier tauschen würde, weiß ich nicht, weil das ist der schönste Arbeitsplatz in ganz Frankfurt. Immerhin. Ja, das ist so. Mit diesem Ausblick, City Gate Tower. Wunderbar. Wo muss ich mich dann hinwenden? Direkt an dich? Wo finde ich dich? Also in der Homepage? Habt ihr eine Homepage? Ja, wir haben eine Webseite, www.clubmed.de. Jawohl. Oder dann direkt per Mail natalie.rohmert@clubmed.de. Super gut. Und wenn ich einen Club Med Urlaub buchen will? Auch direkt über die geht es auch über die Homepage? Oder? Auch direkt über die Homepage, aha, wie ich sagte. Und dann telefonisch über unserem Service Center mit unseren Top-Experten, die da wirklich guten Hinweis geben können auf den perfekten Urlaub, was zu dir passt. Oder auch in unsere Reisebüros deutschlandweit. Natalie Roma, Managing Directorin von Club Mediterranee Deutschland GmbH auf Chef On Air. Schön, dass du da warst. War sehr, sehr interessant. Ich war auch wirklich froh, hier zu sein. Ich bedanke mich, dass ich hier den Gast sein durfte.